Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 3. Nach unserem kläglich gescheiterten Versuch, durch dieses Gebäude hier durchzukommen, versuchen wir es auf ein neues. Ich war soeben gerade noch im Dorf, oben im Norden, und habe mich noch so ein wenig mit ein paar Heilmittel eingedeckt, wie zum Beispiel Echokraut, Augentropfen, Antidots, etc. pp. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir letzte Folge ordentlich gescheitert sind. Wir gehen mal einen anderen Weg. Bei dem ersteren Weg war ja nicht viel zu sehen, zu holen, wie auch immer. Und das fängt hier genauso gut an. Wunderbar. Schön. Nee, nicht wirklich. Zauberschlüssel. Du öffnest das Schloss. Jawohl. Gibt's hier was? Glitzerndes. Glitzi, glitzi, nix. So, und wir sind ja bei der letzten Folge, in dem, wo wir gerade stehen. Da sind wir ja reingegangen. Und dann haben wir ja gar nicht mal so lange gebraucht. Wir haben gar nicht mal so lange gebraucht, diesen Weg zu finden. Ja, wo es dann zum Bosskampf kam, gegen Goldor. Ist der echt so? Goldor? Also das Schloss heißt so. Oder ist er so? Ich glaube schon. Und er hat uns so ziemlich eine auf die Mütze gegeben. Warte, wie hat er gesagt? Bring die Hucke vor. Ja. Die Hucke. Die haben wir voll gekriegt, letzte Folge. Junge, Junge, Junge. Das war gar nicht so nett von mir. Jedenfalls, ich habe im Dorfbuch nichts gefunden an Ausrüstung, die uns so gegen Zustandsveränderung, sag ich mal, schützen würde. Nicht ansatzweise etwas. Ich kann ja mal gucken, ob wir was dabei haben. Wir haben ja auch einiges dabei. Aber das sieht verdammt schlecht aus. Wobei hier, Lederschild verhindert einige Zustandsveränderungen. Aber dann muss ich ehrlich sagen, dann kommen wir auch gar nicht mehr zum Angriff. Ach, Mithril-Schild auch. Ach so, allgemein die Schilde, ja? Na, hier, nichts. 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 Wie sieht das hier aus? Nichts. Nichts. Auch nichts. Nee, hier brauchen wir auch nicht gucken. Hier brauchen wir auch nicht gucken. Das hat sich uns erledigt. Ja, hier sind wir ja reingegangen. Jetzt gehe ich einmal kurz hier die Ecke lang. Blöd, da ist nichts. Hätte ja sein können. Jetzt gehen wir mal geradeaus. Ich habe so ein blödes Gefühl. Ah ne, wir sind da drüben noch gut geheilt. Ja, Goldbären. Ne, da sind sie wieder. Diese Goldbären. Ach, ich wollte Taraffi wieder verwenden, ne? Das vergesse ich immer wieder, dass ich da mit unserem Diamanten W4, W4, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ja, mit ihr wollten wir die Fähigkeit verbarren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir wollten diese Fähigkeit verwenden. So, jetzt haben wir es. So, hier ist natürlich die Bibliothek. Na, hier sind die ganz alten Schriften drin. Sind bestimmt in Goldbände. Oder so Goldeinband. Sagt man das so? Ja, genau so ungefähr sah unser Endgegner auch aus. Goldritter. Das sind mir so eine goldige Ritter. Schneesturm. Macht auf jeden Fall viel mehr Schaden, als wenn wir da mit so einer Glockengebimmel da angreifen würde. Ich weiß gar nicht, was von dieser Glocke wehtun soll. Ich meine, so eine richtig schwere
Zink noch eine Kanton am Kopf wehtun, aber als Waffe? Als Waffe eher ungeeignet. Ach, hier sind die Truhen. Goldschwert, ah ja. Goldschwert. 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 Lass mich raten. Goldschwert. Alter, was ist das denn hier? Wofür? Ja. Rote Hüß. Halbtraum. So werde ich mein Pferd auch nennen. Halbtraum. Was ist der Lieblingsname für jeden Pferdeliebhaber für sein oder ihr Pferd? Halbtraum. Halbtraum. Oh Mann, ey. Komm, Halbtraum, hier. Das. Lecker. Ich weiß gar nicht, wie man zu Pferden spricht. Keine Ahnung. Spricht man mit Pferden. Wie mit einem Hund oder mit einer Katze garantiert nicht, glaube ich. Achso, und im letzten sind Drachenkrallen. Super. Will uns das was sagen, dass wir hier 11 Goldschwerter finden? Angriff 5. Was soll das denn? Die können wir nicht mal ansatzweise verwenden? Aber Drachenkrallen, weißt du? Die hier auch keiner verwenden kann. Weil wir gerade keinen Mönch bei uns in der Gruppe haben. Na super, ey. Ach ja, was soll uns das jetzt sagen? Dass wir verkackt haben, oder wie? Man findet hier noch was, was so richtig schön hilfreich gegen unseren Boss ist, unserem Goldor. Aber Fußball. Ich will nicht hoffen, dass wir mal wieder zu schwach sind, um hier bestehen zu können. Denn das würde heißen, dass ich wieder offscreen eine ganze Weile leveln müsste. Und gegen die, ich sag mal, gegen die Mobs hier, kommen wir ja nun gut an. Haben wir ja nun kaum Probleme. Ich meine, ich kann das machen, klar. Aber dann habe ich irgendwie so das Gefühl, dass wir zu stark sind. Na gut. Ich habe nochmal gespeichert. Jetzt gehen wir rein und probieren die ganze Sache nochmal. Ich meine, wir waren ja auch ganz gut überrascht, ja. Von der Gegebenheit jetzt schon, oder zu diesem Zeitpunkt dort schon einen Bosskampf erleben zu dürfen. Das heißt, wir können uns eventuell mental besser darauf vorbereiten. Aber nur mental. Oder mental. Hau meinen Heiler tot, bitte. Weil ich habe keine Phönixheder. Das war sarkastisch gemeint, wenn man das so anmerkt. Aber immerhin einen Stufenaufstieg für ihn. Ja, also wenn wir jetzt bei dem Bosskampf wieder versagen sollten, dann sehe ich mich gezwungen, doch wieder ja, offscreen mir irgendwas im Internet anzugucken. An Videomaterial.
Ich kenne da ein paar Plattformen, die haben da stundenlang Videomaterial. Kostenlos und legal. Da könnte man Wochen verbringen. Und es wird pro Tag mehr hochgeladen, als ein einzelner Mensch gucken würde. Also es wären, ich weiß gar nicht, bei YouTube gibt es da eine Statistik, beziehungsweise gibt es da einen Richtwert, wie viel pro Tag hochgeladen wird an Videomaterial, also gemessen in Zeit, also in Stunden. Ich meine da mal was gehört zu haben, von wegen 1000 Stunden werden pro Stunde hochgeladen oder so. Also schon echt heftig. Ich meine, das kann sich keiner angucken, ne? Also alles. Das geht gar nicht. Es ist rein rechnerisch schon gar nicht mehr möglich. Ich meine auch mal irgendwie gelesen zu haben, aber das ist wirklich alles Gerüchte. Also da nagelt mich bloß nicht drauf fest, dass der Speicherbedarf von all den Videos auf YouTube mittlerweile mehrere Exabytes Platten. Scheiße, jetzt habe ich nicht geheilt. Oh nein! 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 Nein, 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 ich sehe es doch schon kommen, beim Gequatsche wieder. Ja, wir bekommen den Kristall nicht und wir kriegen die Hockerfall. Ja, ist gut. Scheiße. Okay. Ich wollte nur kurz zu Ende erzählen. Ich wollte sagen, mehrere Exabytes Daten werden dort an Platten, also Festplatten, benötigt, Speicherplatz. Um das mal so ein wenig bildlich vorzustellen, also bildlich eigentlich geht es gar nicht, aber nur um eine Relation zu haben, ein Spiel wie, ich kann das gerade mal vergleichen mit, sagen wir, The Witcher 1, verbraucht ungefähr, ich glaube das waren 12 GB Festplattenspeicher. Nach Gigabyte kommt Terabyte. 1 Terabyte sind 1000 Gigabyte. Also die Umrechnungszahl von einer Größe zur anderen, zu der nächst höheren, sind immer 1000. Umgekehrt genauso. Ist halt nur entweder mal oder geteilt, muss man rechnen. Je nachdem. Ne? Also wird die Einheit größer, wird die Zahl kleiner. Wird die Zahl größer, wird die Einheit kleiner. Kleiner, na klar. So. Ich mich fast selber durcheinander. Nach Giga kommt Terra, nach Terra kommt Peta und nach Peta kommt Exa. Wenn sich das jetzt mal vorstellt, Peta sind 1 Million Gigabyte, Exa sind 1 Milliarde Gigabyte. Nur zur Relation mal. Einfach mal sacken lassen. Ist eine Mörder-Speicherkapazität. Ein Festplattenspeicher, meine ich. So, wir haben ihn ein wenig wehgetan. Ich würde sagen, Vitra immer auf ankommen. Das ist. Jetzt macht er Protis. Diesen ganzen Speicherplatzbedarf kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Lagerhallen gefüllt werden müssen mit Servern, die vollgepackt sind mit Festplatten. Also bis an die Decke. Wie wenn man das alles mal in Reihe aufstellen würde, ne? Ich meine, das ist ja nicht, ne? Aber wenn, ich würde gerne mal wissen, wie lang ist das? Wie weit? Wie viele Kilometer? Wie viele Kilometer an Schränken gucke ich vorbei? Quasi, wenn ich links von den Schränken stehen würde. Und ich sage bewusst Kilometer. Das tue ich nicht einfach so, das ist wirklich, also. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass das nur 1 Kilometer ist. Ein Kilometer ist eine ordentliche Strecke, zu Fuß auch. Ne? Ich meine, so ein Gebäude von der Länge her, 1 Kilometer, ist auch nicht ohne. Bietet auch sehr viel Platz. Hat kaum einer. Konzentrieren wir uns jetzt aber hier auf den Bosskampf. Noch sieht es ja gut aus, noch sind einige von uns nur blind. Wir werden trotzdem weiter ein bisschen draufhauen. Hat er seine Kampfanimation geändert? Die ist ja mehr in Bewegung, ne? Schwächelt er? Ich weiß es nicht. Sein Gewicht, das geht das an. Das ist totaler Quatsch. Das funktioniert nicht. So. Immer Vitra. Jede Runde Vitra. Immer drauf. Komm. 417. Ich glaube, Sprung ist deutlich besser. Naja, was heißt deutlich? Also ist um einiges besser. Wir müssen ihm mal Augenkopf geben. Das ist nicht gesund, was er da macht. Die Traum 5-mal muss verwenden. So, er gibt ihm Augenkopfen. Weil das ist nicht gesund, so wie er da zuschlägt. Das ist ja sehr grausig. Da kommt ja nichts bei rum. Das ist zu früh. Dann Vitra. Das ist schon mal gut, dass jetzt die Augen, dass jetzt erst die Augen. Zuschlagen. Vitra kommt. Und springt. Nee, wir haben ihn. Und alle leben. Alle leben. Ein seltenes Ereignis. Bei einem Bosskampf, dass alle leben. In dem Moment, wo der Bosskampf beendet wird. Mit dem Tod des Bosses. So, jawohl. Wir haben einfach deutlich besser agiert. Das war's. Einfach besser kämpfen. Einfach mehr heilen. So. Aber jetzt zur Story. Ja, bleibt weg, ihr. Wenn ich den Kristall nicht haben kann, dann sollt ihr es auch nicht. Ha! Was will er denn jetzt machen? Hallo? Wie der zerhaut ihn. Er hat ihn kaputt gemacht. Kristall gehört mir, hahaha. Das ist ein Schlüssel. Oh nein! Was wird nun mit der Welt passieren? Wir müssen gehen und es herausfinden. Moment, lass uns zuerst diesen Schlüssel nehmen und unser Schiff von den Ketten lösen. Naja. Er ist also für unser Schiff. Kettenschlüssel erhalten. Sehr schön. So, dann würde ich auch sagen, wir sind voll geheilt? Ist ja geil. Jo. Denn Magie, hier möchte ich raus. Hier möchte ich speichern. So, nicht nochmal. Nein. So, Udi, endlich, wir haben es geschafft. Beim zweiten Anlauf. Sehr schön. Wir werden in der nächsten Folge erstmal unser Schiff wieder bemannen. Und dann werden wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ich hoffe, die Dorfbewohner werden uns einige Hinweise geben. Ja. Und ich werde nochmal eine Ecke darüber nachdenken, wie weit die Server ungefähr reichen würden von der Strecke her, wenn man sie alle nebeneinander aufstellen würde. Beziehungsweise ich werde mich eventuell mal informieren, was da so dran ist. Von dem Mist, den ich gerade erzählt habe. Ich hoffe, das war gar nicht mal so viel Mist. Ja, in der Hinsicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch oder ihr hört mich in der nächsten Folge wieder. Und ja, also liebe Leute, bis dann.
Und ciao.